Ich habe das mal versucht, hier einigermaßen abzulichten, dass ihr das Splint- und Kernholz gut seht. Ist aber nicht so ganz einfach, weil man das bei der Wildkorsche schlecht erkennt. Also dieses gelblich-weißliche ist hier das Splintholz und das muss jetzt erstmal reduziert werden, da das hier ungefähr 2,5 cm noch hat. Ich habe mir deswegen auch diese Orientierungslinie gesetzt, weil man bei der Wildkorsche auch die Jahresringe leider sehr schlecht sieht. Und da arbeite ich mich quasi jetzt auf ungefähr 4 bis 5 mm Splintholz ran, damit ich dann am Ende einen Bogen habe, der im Verhältnis 1 zu 1 Splint und Kern hat. Da scheiden sich allerdings auch die Geister. Manche bauen da Wildkirschebogen wohl auch aus rein Splint oder rein Kern. Ich habe hier aber festgestellt, dass das so am besten funktioniert. Ist meine Meinung. Hier zeichne ich jetzt erstmal mit Hilfe dieser Schnur die Mittellinie an und es ist zu sehen, dass am oberen Ende der Stave einen kleinen Schwenker nach rechts macht. Das kann ich hier allerdings ignorieren und begradige diese Stelle einfach. Normalerweise sollte man da eigentlich dem Verlauf des Holzes folgen, damit der Bogen am Ende stabiler ist. In dem Fall sind die Molle-Gabit-Enden allerdings verstärkt. Also biegen sich nicht mit. Von daher kann man das an der Stelle ignorieren. Ich starte jetzt mit dem Beil, die grobe Bogenform des Bogenrohlings auszuarbeiten und lasse hier auf jeder Seite so ungefähr 5 mm Luft, die ich dann im Nachhinein noch mit den Zieheisen und der weiteren feinen Werkzeuge weiter ausarbeiten kann.
Beim Ausarbeiten der Seiten ist es immer ganz hilfreich, sich den Bogenrücken zur Orientierung zu suchen, denn man sollte ja schon so grob zumindest dem Faserverlauf des Rückens folgen. Weil wenn man das nicht macht und der Bogen hat irgendwo Schwenker drin, könnten da Schwachstellen entstehen. Dann sollte man auch aufpassen, finde ich, und trotzdem der Linie im gesamten Bogen auch immer im Fokus haben. Im Verlauf des Bauens habe ich festgestellt, dass ich das Splintholz noch etwas reduzieren möchte. Also gehe ich hier noch zwei Ringe runter. Und man kann ganz gut hören, wie es klingt, wenn man so auf diesen Ring, den man freilegen möchte, dann runterarbeitet. Und das kann man sich bei der Wildkosche auch gut zur Orientierung setzen. Zusätzlich kann man hier natürlich auch die Ziehklinge dann später noch für die Feinarbeiten nutzen. Und da erkennt man dann auch nochmal die verschiedenen Holzfasern besser raus. Das ist übrigens eines der wichtigsten Schritte im Bogenbau, nämlich das richtige Freilegen des Jahresrings auf dem Bogenrücken. Denn das garantiert einen sicheren Halt zur Zugbelastung des Bogens. Ein Trick, wie man hier im Bereich des Bogenbauchs schnell Material reduzieren kann. Und zwar, indem man nämlich entlang dieser gesetzten Sägeschnitte das Holz einfach mit einem Beil aufspaltet. Mit dieser Methode kann man wirklich sehr, sehr schnell das Material einfach wegnehmen. Ansonsten würde man da mit der Ziehklinge sicherlich auch sehr lange Zeit verbringen, bis man auf seine Maße kommt. Allerdings sollte man aufpassen, dass man nicht zu tief spaltet, also zu tief ansetzt, also am besten Puffer lassen, weil ansonsten riskiert man, dass man da den Bogen zu tief reinspaltet und dann ist er ja versaut. Diesen Trick habe ich übrigens von meinem Kumpel Jörn. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus der Szene. Er ist ein wirklich sehr guter Bogenbauer, mit dem ich auch immer gerne Fachsimpel und Informationen austausche.
Der Bogenrohling wird immer weiter zur Biegung vorbereitet. Hier nehme ich jetzt die ganzen Kanten des Bogenrückens weg. Das wird dann später auch beim Bogenbauch gemacht. Weil Kanten sind immer Stellen, wo der Bogen anfälliger auf irgendwelche Probleme sind. Stauchrisse, Bogenbruch im schlimmsten Fall. Das ist hier der erste Schritt des Bogentillerns, nämlich der Bodentiller. Der Bodentiller ist auch erstmal sehr, sehr grob und bereitet den Bogen einfach auf den nächsten Schritt, nämlich auf den Tillern mit dem Tillerbrett zu. Ist wieder ganz üblich, die Stellen, die sich hier nicht genug mitbiegen, werden reduziert. Und auf jeden Fall sollte man auch schon in diesem frühen Tillerprozess Acht geben auf Wellen- und Reflex-Deflex-Zonen.
Bei dem Molle-Garbett-Bogen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die beiden Wurfarme sehr, sehr gleichmäßig zueinander tillert. Es ist bei jedem Bogen wichtig, aber bei diesem nochmal ganz besonders, da hier sehr kleine Wurfarme sind. Die Biegefläche sich also auf diese kleinen Wurfarme sehr, sehr stark konzentriert, da sich ja diese Nadelenden nicht mitbiegen. Und das garantiert, dass der Bogen sehr, sehr schnell wird, da er ja diese kleinen Wurfarme hat. Zusätzlich sind die Nadelenden, die ja dann später auch nochmal in der Breite reduziert werden, werden dann am Ende sehr, sehr leicht. Und der Griffbereich wird ja auch nochmal reduziert. Dadurch hat der Bogen also auch nochmal einen Gewichtsverlust. Und diese ganzen Kombinationen garantieren dann halt auch, dass man bei so einem solchen Bogentyp auch einen richtig schnellen Bogen bauen kann. Dadurch, dass er eben sehr leicht ist und diese kleinen Wurfarme hat, die den Bogen nochmal zusätzlich schneller machen. Hier jetzt das angekündigte Reduzieren der Nadelenden und des Griffbereichs. Ich mache mir jetzt hier meine Mittellinie entlang der Sehne, also der Bogen hat ja jetzt hier so seinen Sehnenstand. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie ja krumm schief seine Enden bearbeitet und da immer in Linie bleibt. Das Ganze macht man dann auch auf dem Bogenrücken. Und dann arbeitet man quasi seine Nadelenden einfach nochmal etwas schmaler, sodass der Bogen da auch nochmal an Gewicht verliert. Ich bin da am Ende bei ungefähr 1,6 cm oder 1,5 und bei den Nadelanfang bei ungefähr 1,92, vielleicht ein bisschen schmaler. Ich möchte mal hier einen kleinen Trick zeigen, wie man nämlich hier diese Nadelenden ganz genau in Form bringt. Nämlich, dass sie ja beim Sehnenstand hier genau mittig durchlaufen. Und da spannt man den Bogen vorher und setzt sich hier entlang der Mittellinie, nämlich der Sehne, hier die Orientierungspunkte. Hier ist das jetzt weggearbeitet, deswegen sieht man das nicht mehr. Und das macht man dann auch auf dem Rücken. So, wenn man diese beiden ja, Orientierungslinien hat, auf dem Bogenbauch und auf dem Bogenrücken, dann kann man da auch gleichmäßig Material abtragen, ohne dass man jetzt hier schräg zu tief kommt oder der Winkel da irgendwie nicht stimmt. Und das kann man auch beim Griffbereich machen. Hier sieht man ganz gut, so läuft die Mitte durch. Das habe ich hier auch gekennzeichnet. Und das gleiche dann auch beim Bogenrücken.
Ende will man ja einen Griff haben, der dann doch schon möglichst schmal ist. Und da ist es jetzt halt auch ganz wichtig, eben hier nach diesen Mittellinien zu arbeiten und das gleichmäßig auf beiden Seiten. Also dass die Abstände hier zu der Kante, zu der dann gleich sind, dass die Mitte auch gut durchgeht. Und dann hat man als Orientierung halt hier auch noch den gespannten Bogen mit der Sehne. Und da kann man dann seitlich hier auch immer wieder entlang gucken, wie denn da so der Griff geformt ist. Dass dann auch hier diese Abweichung, dieser Winkel, genau richtig zur Sehne verläuft. Denn das ermöglicht dann auch ein gutes Schussbild. Hier bei diesem Wurfarm, und zwar genau an der Stelle, da ist halt ein natürlicher Reflex drin. Also der Wurfarm macht hier so eine kleine Welle, neigt sich also dem Bogenrücken zu. Und da ist es jetzt ziemlich schwierig gerade zu tillern. Ich habe aber schon festgestellt, dass genau ganz kurz nach diesem Reflex, und zwar hier, da biegt er sich noch nicht so gut mit. Und hier biegt er sich dann umso mehr. Also müsste ich genau hier an dieser Stelle etwas wegnehmen. Und wo auch noch was weg muss, ist genau hier an der Stelle. Also so das letzte Stück, was sich hier mitbiegt in diesem Wurfarm. So, jetzt drehe ich mal. Hier also jetzt wieder die Reflexstelle. Und da sieht das Ganze nämlich mit der Biegung auch schon etwas anders aus. Und zwar würde ich jetzt hier, da ist wiederum ein kleiner Deflex, der zu den Reflex übergeht. Und da würde ich hier bei diesem Reflex dann noch ein ganz kleines bisschen Material abtragen wollen. Und hier bei den anderen Wurfarmen ist es geblieben. Da muss hier an den Ende noch was weggenommen werden. Thank you.
Ich mache bei dem Bogen jetzt hier eine Hitzebehandlung, also ein Heat-Shooting. Und da gehe ich jetzt hier mit so einer Vorrichtung vor, damit einfach immer der gleiche Abstand zum Wurfarm gegeben ist. Das ist halt wichtig, dass der Bogen an einzelnen Stellen nicht zu sehr durchbrutzelt. Und hier kann man halt auch diese Zeitabstände immer relativ gleich lassen. Und der Bogen wird ja auch zum Ende hin etwas dünner. Und da brutzelt er schneller durch. Und da muss man dann halt auch aufpassen. Einfach den Bogen einer nicht zu großen Hitze auszusetzen. Denn der Bogenrücken muss da auch immer geschont sein, dass der diese Hitze nicht zu krass abbekommt. Ziel bei dem Bogen sind ja 40 Pfund und durch die Hitzebehandlung hat er jetzt nochmal so 4 Pfund an Zuggewicht dazu bekommen. Und der Bogen muss sowieso noch ein kleines bisschen getillert werden, also wird hier noch Material weggenommen. Die Werkzeuge beim Bogentillern wurden ja immer feiner. Also am Ende wurde auch wirklich nur noch mit der Ziehklinge und mit der Feile weggenommen. Das garantiert dann auch, dass man beim Schleifen nicht unnötig viel wegnehmen muss und man irgendwo auch so ein bisschen die Kontrolle behält, weil durch das Schleifen ist ja immer ein Risiko da, dass der Tiller leicht minimal verändert wird. Und ich stoppe mir da zum Beispiel immer die Zeit für jeden Wurf an. Und bearbeite den anderen Wurfarm dann eben genau mit dieser gleichen Zeit. Vorher habe ich das Öl erhitzt, damit es tiefer in die Fasern eindringen kann. Und ja, ich trage jetzt bei dem Bogen im Verlauf der nächsten paar Tage mehrere Ölschichten auf und lasse den Bogen dann noch so 2-3 Wochen durchtrocknen, bevor ich ihn dann richtig schießen kann.